Heute startete die Pilgerwoche der St. Martinus-Gemeinschaft. An 4 Tagen gehen die 16 Pilgerinnen und Pilger auf dem Martinusweg Hohenlohe-Franken. Los geht's in Bad Mergentheim. Von dort sind die Pilgerinnen ca. 80 Kilometer zu Fuß bis nach Heilbronn unterwegs. Tragen müssen sie dabei nur ihren Tagesrucksack. Sie kommen an schöner Landschaft, aber auch an spirituellen Stationen vorbei, wie heute der Stupacher Madonna. Am Mittwoch wird auch Bischof Dr. Gebhard Fürst zur Gruppe dazustoßen.